Du bist so gemein, über die Verdauungsprobleme habe ich mit dir privat gesprochen. Ja. Ja. War halt nichts mit ärztlicher Schweigepflicht. Menno, ey. Nichte kann man der glauben. Nicht kann man der vertreiben. Nicht. Ist ja kaum zu glauben, ja. Könnte ich mich schon wieder aufregen, du. Da. Du. Plumsku! Fiel jetzt nichts anderes ein. Du bist so still. Ja, So. Also ich bin jetzt, also wir könnten anfangen mit dem Keller, aber da ist ein Tommer nicht wirklich weit. Nee, da ist noch nichts mit Keller. Noch nicht? Nein. Aber dann? Vielleicht. Vermutlich der Keller gar aufgeschwatzt, nicht. Ja. Du, das mit dem Keller, ne? Übrigens. Du brauchst aber einen Keller. Nein, du weißt ja noch gar nicht einmal, was das wird. Na, du brauchst doch aber irgendwie um Nahrungsmittel oder alte Farbe oder als Hobbykeller. Nein, du weißt doch noch gar nicht, was das wird. Du hast aber ein Grundstück gekauft, wo Keller Pflicht ist. Ja, aber da musst du trotzdem erstmal warten, tut tun. Markus, soll ich dir noch ein bisschen helfen? Ohne TNT gerne, ja. Ohne TNT. Versuch das jetzt hier gerade wieder zu ein bisschen zu reparieren. Damit also soll ich das schon ein bisschen größer machen, oder? Nee, oder reicht also die Größe? Ich überlege gerade, wie viel wir sortieren, wisst ihr, erst einmal. Ach so. Das kann man ja dann hier nach hinten immer weiter ausbauen, ja, muss ich eben sagen. Aber ich meine, jetzt sind wir immer dabei im Rohbau. Ja. Dann nehme ich schon meine Technik ein bisschen verfeinert, damit es hier nicht solche gravierende Probleme gibt. Okay. Für gravierende Probleme. Ja, dass du hier nicht so alles drumherum zerstörst. Ja. Dann habe ich mir schon was Besseres einfallen lassen. Obsidian, wa? Nee. Okay. Das haut nicht hin. Brauchst du Hilfe? Soll ich dir einen Architekten schicken? Nö. Nee? Okay. War da nur ein Angebot? Was denkt ihr denn immer alle gleich von mir? Von dir? Du? Nee, niemals. Du machst das schon wieder, Tinte. Ja, ich baue sie bloß nach hinten weiter aus. Was ist denn das jetzt? Guck dir das mal an. Ja, das wird dann nach hinten. Das hätte überhaupt nie passieren dürfen. Warum das denn hier? Nicht? Guck dir das mal an. Look at these Löcher. Die tue ich ja gleich wieder weg. Ja, aber da braucht man clean stehen. Ja, hab ich doch. Vorsicht. Vorsicht! Bornfree, Kartoffelbrei. So, siehst du, wie lange du sonst hier buddeln würdest, wenn du mich nicht hättest. Dann. So. So, wie willst du das jetzt hier haben? Ich mach erstmal die Löcher. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch noch nie so richtig. Ne, die haben bis jetzt falsch gesetzt. Ist ja allzu tief. Also ja, hier du wolltest hier eine Stufe drinnen lassen. Ja, aber hier ist doch Leiter. Hier geht's hoch. Ja. Da würde ich sagen, machen wir es auf die Seite hier irgendwie. Und dann können wir ja hier gern wieder. Also bis hier so. Das Podest und jetzt geht's hier irgendwie runter und hier geht's los. Also können wir hier eigentlich alles wegbauen, oder? Ja, hätte man ja mal eher sorten können. Oh. Ja, aber hier hinten ist doch auch richtig gewesen. Ja, gut. Aber da muss ich jetzt erstmal warten, bis wieder Nacht ist. Bis das TNT wächst? Ja. Boah, ich hasse Holzfarmen. Brauchst du Hilfe? Wenn du magst. Ich hab sogar Bone Meal da. Ah. Gucken wir mal. Könnt nämlich noch ein bisschen was gebrauchen, glaube ich. Wie baut man denn Pfeile? Ach, das war doch ganz komisch. Ja, eben.
So. Federn? Hm? Federn, Stickies und... Und Flint. Oh, er schreckt mich doch nicht so. Entschuldigung, ich hab doch gesagt, ich... Mann, nie macht man's den richtig. Genau. Wollt nur abbauen kommen. Hast du noch Setzlinge? Oder bist du gerade welche? Ich hab auch welche. Warum auch immer. Guck mal, hier und hier. Komm! Meine Damen und Herren, ich zeige euch heute die pure Natur. Wir werden heute ganz viele Bäume pflanzen. Die werden wir im Eilverfahren machen. Ja, und damit herzlich willkommen zum Minecraft-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man Bäume ganz schnell zum Wachsen bringt. Man nehme einen Setzling und dann nimmt man auch noch Bohnenmehl. Und zack, ist der Baum gewachsen. Der Baum. Ne? It's amazing. Und normal. So, und dann machen wir hier noch einen Baum. Der ist ganz schön klein geworden, der Baum. Ach nee, da geht der übelst hoch. Guck dir das mal an, du. Trees, da. Nee. Ey, du, guck mal, du. Was mal kicken kommen. Na, guck mal. Guck mal hier, du. Guck mal. So, wo könnt ihr noch bauen? Ah, hier ist ein Setzling, du. Da drückt man wieder 1, 2, 3, 4 mal drauf und schon hast du wieder einen Baum. Das ist doch ganz einfach, oder? Ich danke euch fürs Zuschauen und dann beim nächsten Mal, dann zeige ich euch, wie man heiße Luft zum Stinken bringt. Dankeschön. Ach, wundervoll. So, da hält man. Hab ich dir schon mal gesagt, dass diese Federherstellung total sinnlos ist? Ach, die Pfeilherstellung. Die Federherstellung. Nee, warum? Na, weil das total unlogisch gemacht ist. Na, du brauchst Federn? Ja, ich habe ja gerade mal welche gebaut, aber vom Prinzip her denke ich immer, dass die Feder oben hinkommt und der Feuerstein unten, aber genau andersrum ist es. Ja, das stimmt. Das war schon immer komisch. Ja. Aber naja. Irgendwas ist ja immer, ne? Ja. Genau so ist es. Was hab ich denn? Portrait. Oh, jetzt hab ich mich hier Orientierung verloren. Ah. Schon wieder? Ja, aber in der Truhe. In der Truhe? Okay. Was machst du denn da drin? Mäuschen spielen. Ach komm schon. So, warte mal. Ach, verdammt, das könnte jetzt ein Problem gewesen sein. Okay, So. Schön Holz abbauen, das macht richtig Spaß. Zack. Also Akazienbäume sind wirklich ein bisschen komplizierter abzubauen. Ne? Ja, vielleicht sollte ich dafür mal ein so Tutorial machen, oder? ich will mal ganz kurz aufhören. Ja. Was? Viel Spaß. Ja, kannst du nur. Ja, das ist so eine Sausache, weißt du, so eine Marotte. so eine Sausache, ja. So eine Sausache einfach. Der geht jetzt rumsauen. Nee, ich warte eigentlich, bis es Nacht wird. Nee, klar. Ja. In der Zeit kann ich noch ein Tutorial machen. Genau, no, mach das. Das störe ich nicht. Genau. Wo stehst denn du? Ich? Ja. Du tötest mich nicht? Nein, mach ich nicht. Ich stehe im Haus. Okay. Du tötest mich aber nicht. Ich töte dich nicht. Was machst du denn da? Nicht? Ich wollte nur wissen, also wo du stehst. Wenn irgendwas ist, weiß ich, dass du es warst. Wenn du meinst. Jetzt kommt wieder sein Lied. Ich lese jetzt hier zu. Jetzt musst du dir das Lied mal anhören. Aha. Was für eine Begeisterung. Es ist ein traumhaftes Lied, ich mag's, es gefällt mir. Hast du noch gar nie gehört? Aber doch voll. Du hast doch gar nie den Refrain. Och, wie schön.
Herr Mago? Ja, bitte? I need Holz, please. Oh, na klar, hab's da. Wer ist die Wut? Oh mein Gott, es wird Nacht, du. Ja. Wollen wir ins Bett gehen? Jetzt, wo Graui nicht da ist? Den können wir ja töten. Achso, das ist ja jetzt blöd. Dann funktioniert das ja mit dem Bett gehen nicht wirklich. Na eben. Den krieg schon nie ins Bett. Das hört sich an. Das ist jetzt negativ. Ja. Danke für das Holz. Ja, gerne. Aber ich glaube, ich wäre jetzt vielleicht doch über ein paar Fackeln ganz froh. Ich hätte nämlich keine Lust, dass mir da drin jetzt irgendwas hochgeht jetzt. Nee, dann. Voll in Ordnung. Bin auf dem Weg. Dankeschön. Ich renne für Sie gern wieder hin und her. Das ist ja ein schöner Baum hier, oder? Der hier zwischen den Häusern steht. Ja, wundervoll. Den habe ich dahin gepflanzt. Das hast du gemacht, Shane. Da kann ich dich sogar mal loben. Mach ich aber später erst. Oh. Ach, die Fenster mache ich später rein. Ich habe jetzt keinen Bock auf Fenster. Aber ich glaube, dass ich dann gar nicht mehr... Ich glaube, das Holz reicht jetzt. Okay. Ich setze erstmal welche Fackeln hier rein. Ja, irgendwo hin. Und das kannst du ja dann noch mal schöner machen. Ich lege dir den Rest doch in die Truhe, was ich hier noch für dich da habe an Fackeln. Dankeschön. Aber gerne doch. Oh. Willst du denn heute ein bisschen bayerisch sprechen? Ich kann ganz viel Bayerisch reden, ist überhaupt kein Problem, dann rede ich nur Bayerisch. Hallo! Hallo! Ich komme aus Bayern! Ja, erzähl mal mehr darüber, was gibt's denn dazu? Habt ihr Bananen? Wir haben einen Haufen Bananen. Ach so? Ganzen Haufen, ja klar, habt ihr keine Bananen? Wie viel? Habt ihr keine Bananen? nee, du, hier hab ich noch keine Banane gesehen. Ich hab den Baum noch nie gefunden. Wissen Sie, wie das aussieht? Oder ist das ein Strauch? Mein Satz hier arm. Ja, warum? Wahnsinn. Warum denn? Ja, gar keine Bananen. Ey, da ist was Weißes am Boden. Schau hier, da ist was Weiß. Da ist was Weiß? Ja, da ist was Weiß. Wöden? Ja, da hinten. Na, Wöden. Mein, mach ich deine Augen auf und schau anständig. Na, Wöden. Ja, da hinten. Wöden. Wo die Erfahrungspunkte dort liegen. Ach, da blinkt was? Ja, auf der anderen Seite von meinem Häusl. Ach, da? Ich seh's nicht. Hinten. Ja, da blinkt er. Ach, mein, ist dieser Blindfisch. Oh, nee, du. Hi. Da, weg mit Blinken, oder? Da war halt was Weiß. Da, erledigt. Ah! Was denn hier schon wieder? Da war eine Stufen. Na, auf der Bayerisch und auf Sächsisch quatschen, Mama. Genau. Ach so. Und was machst du? Trieber. Triebisch. Du machst einen Trieber? Wow. Da kann ich ja lieber Triebisch Marco, erklär dem. Also, nicht mal falsch. Was soll ich denn wem erklären? Nee, du nicht. Der andere. Der andere da, der Kraui? Genau, der. Was soll er noch erklären? Was soll ich denn erklären? Jetzt bin ich runtergefallen. Aua. Hä? Ja, wie man Creeper macht. Genau, wie entstehen denn Creeper? durch Bumm. Durch viel Bumm. Was ist denn das? Ach hier, mit Rüstung. Ah. Oh, ein Zombie. Dort ist vor die Haustür gestellt. Oh, so süß. Das hat er gemacht. Da. Küss mir bei dir wieder. Was? Creeper! Creeper! Oh mein Gott! Oh my goodness! Oh nee! Ich That's hab Angst! So wrong. Ich verstehe keine Creeperisch! Kann das sein, dass die Kinder vom Creeper Kriepel heißen? Na, wäre nicht süß, wenn es noch Baby-Creeper geben würde. Oh ja, das war voll. Da macht es dann einfach nur Peng. Mann, das war voll süß. Hallo, Zombie. Einfach mal intensiv losreichen. Ich glaube, der Zombie ist jetzt tot. Oh. Wollen wir ein Denkmal hinsetzen? Ja, eine Grabstätte? Ich hol mal ein Grabstein. Mit ganz schönen Pflanzerl drauf. Ach du Scheiße, aber ich finde da schon was. Machst du das? Ja, ja. Wir basteln da was. Jetzt bin ich runtergefallen. Ich wollte mal einfach pusten. Hat du gefurzt, was? Nein, ich bin runtergefallen, du sollst pusten, weil es weh tut. Bin gleich da, warte mal ab. Hast du gefurzt?